Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, geht am Machfeldkanal das Leben weiter. Passanten und Jogger bekommen nichts von der Untersuchung mit. Dennoch geht die Angst um. Eine Mutter erzählt Krone TV, sie fürchte sich, mit ihren Kindern hier spazieren zu gehen. Unweit des Gewässers parkt die Spurensicherung ihre Ausrüstung. Krone TV war vor Ort, als ein Schlauchboot mit Tauchern der Spezialeinheit Cobra im eiskalten Wasser weitere Überreste entdecken. Jetzt werden DNA-Abgleiche gemacht. Es ist jedenfalls unwahrscheinlich, dass die Leichenteile mehreren Personen zugerechnet werden können. Die Klärung der Identität des Opfers hat oberste Priorität, sagt die Polizei. Die Ermittlungen laufen.